Hallo, ich habe heute für euch einen kleinen Make-up-Haul und zwar für blasse Häutchen wie mich. Ich habe zwei verschiedene Ausführungen einer Foundation gekauft und dann nochmal eine andere. Vielleicht ist das für euch ganz interessant. Ich will euch auf jeden Fall mal die verschiedenen Produkte einfach zeigen, die ich mir da geholt habe. Und zwar habe ich mir als erstes von Revlon von der Colorstay-Reihe diese 24-Hour-Geschichte geholt, einmal für normale und trockene Haut in der Farbe 110 Ivory. Und die habe ich heute auch drauf. Und ich habe auch ein kleines Video dazu abgedreht, wie ich sie auftrage. Wenn das was geworden ist und es nicht irgendwie alles unscharf ist, weil ich ja noch am Üben bin mit der Kamera hier, dann werde ich euch das auf jeden Fall verlinken. Das ist einfach nur ein kurzer Eindruck, wie ich die finde, wie das so aussieht beim Auftrag. Und ja, da sind 30 Milliliter drin, die hat so um die 10 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe das bei Rakuten oder sowas bestellt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich werde auf jeden Fall die Internetseite verlinken, wo ich das gekauft habe. Und ja, die ist ja ziemlich gehypt, beziehungsweise diese Colorstay Make-ups sind sehr, sehr gehypt und ich wollte es einfach mal ausprobieren, da ich so eine helle Haut habe. Und ja, ihr wisst ja, ich habe ja überhaupt gar nicht zu viel Make-up. Aber ich wollte sie auf jeden Fall ausprobiert haben, weil es eben gerade für helle Haut eine Geschichte ist, die ich sehr, sehr spannend finde. Dann habe ich mir auch noch das Pendant quasi für die Mischhaut geholt. Hier steht Combination to Oily Skin. Also für Mischhaut bis ölige Haut. Ich habe ja eher eine sehr trockene Haut, wobei ich im Sommer durchaus auch mal etwas öligere Haut habe, aber eher so im Mischhautbereich dann geholt. Das ist auch die gleiche Farbe, die 110 Ivory. Und die hat einen Lichtschutzfaktor von 15 und die für trockene Haut hat einen Lichtschutzfaktor von 20. Und insgesamt unterscheidet die erstmal so optisch der Deckel. Für trockene Haut ist der Deckel so halb transparent um das Schwarz herum, was ich persönlich hässlich finde. Es wirkt irgendwie ein bisschen billiger, finde die für Mischhaut, sieht hübscher aus, aber ansonsten ist da nicht viel Unterschied. Gleicher Preis und genauso viel drin. Ich habe bislang nur auf dem Handrücken mal die beiden ausprobiert, sind sich sehr ähnlich vom Farbton her, wobei ich sagen muss, dass die für Mischhaut ein Ticken dunkler ist, obwohl es die gleiche Farbbezeichnung ist. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie in der Kamera sehen kann. Wird wahrscheinlich haargenauso aussehen. Kameras filtern das ja gerne mal aus. Ich habe heute Sprachstörungen, das ist ganz, ganz schlimm. Jedenfalls habe ich diese beiden geholt und ich finde sie bislang so das, was ich gesehen habe, okay. Ist jetzt keine Wahnsinnsempfehlung, aber ich finde die Deckkraft eigentlich sehr, sehr schön und auch der Farbton ist schön hell. Ja, mehr erfahrt ihr auf jeden Fall in den Videos dazu. Ich will auf jeden Fall für jede Foundation so ein Ersteindruck-Video mal machen und dann auch sicherlich noch eine Review. Dann habe ich etwas ganz Besonderes bestellt und ja, wenn ihr das vielleicht gleich sehen werdet, werdet ihr denken, was zur Hölle ist das? Und zwar habe ich mir von Manic Panic die Dream Tone Make-up-Geschichte hier geholt. Das ist die Farbe Virgin Whitest White. Und das ist, wie ihr sehen könnt, eine weiße Foundation. Das Ganze ist auch noch vegan. Bei den Revlons bin ich mir nicht sicher. Ich habe mir die jetzt einfach mal bestellt, weil ich sie ausprobieren wollte. Ich bin ja immer noch nicht so, dass ich 100% bei Kosmetik da so drauf achte. Wobei ich das vielleicht in Zukunft doch eher mal tun sollte. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, weil ich mir auch nicht so da das auferlegen möchte. Aber alles, was vegan ist, ist schon mal ganz gut. Was Naturkosmetik wäre, wäre noch besser. Das Problem bei Naturkosmetik ist, ich finde nie Make-up, was irgendwie halbwegs deckend genug ist für meine schwierige Haut und hell genug. Von daher muss ich da auf Alternativen zurückgreifen. Ja, aber das Gute ist hier, die ist nicht an Tieren getestet, sie ist vegan. Und das Besondere an dieser hier ist, nein, ihr sollt euch jetzt nicht Clownsweiß damit anmalen, sondern man kann sie einfach mischen mit anderen Foundation, damit man die heller kriegt. Dafür ist sie gedacht. Man kann sie aber auch solo tragen. Also ich habe das vor kurzem mal ausprobiert. Und es ist nicht Clownsweiß, sondern wirklich, man hat so einen leichten Porzellanton. Es passt sich doch relativ gut der Haut an. Und ich bin schon recht begeistert. Allerdings muss ich sagen, dass die Inhaltsstoffe hier drin auch nicht so Bombe sind.
Trotzdem finde ich es eine sehr, sehr interessante Foundation. Ich muss mal gucken, ob ich ein Auftragvideo noch dazu mache, wo ich sie einfach solo trage und wo ich sie mal mische und euch das einfach im Genauen zeige. Und ja, selbst mein Freund kannte Manic Panic, weil da einige Haarfarben auch her sind, die zum Großteil vegan sind und eben alle tierversuchsfrei sind. Deswegen ist Manic Panic auf jeden Fall eine Marke, die man sich mal ruhig anschauen kann. Was ich schön finde, ist, dass es eben mit einem kleinen Pumpspender kommt. Also es ist wirklich sehr, sehr gut ausgestattet. Ich glaube, der Preis war auch so 11 Euro, ist also nicht viel teurer. Und hier drin sind auch 30 Milliliter, genauso wie bei den Revlons. Und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall einfach mal gezeigt haben. Ich weiß, da draußen sind sicherlich einige, die meinen Kanal verfolgen, die besonders auf so Tierversuche speziell achten. Ich gebe mir schon Mühe, sag ich mal. Ich habe die auch schon vor einiger Zeit bestellt und bin auch derzeit am Überlegen, ob ich ja einfach mal so ausmisten soll und mal gucken soll, was ich in Zukunft kaufen werde und was nicht. Deswegen finde ich gerade Manic Panic sehr interessant. La Masca ist ja auch tierversuchsfrei, ist aber sozusagen das ganz teure Pendant zu Manic Panic und ich kann mir das nicht immer leisten. Deswegen finde ich Manic Panic da sehr, sehr spannend. Und bei Revlon bin ich mir jetzt nicht sicher, wie es da ausschaut, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Bei L'Oreal und sowas weiß ich das ja inzwischen, dass man da lieber die Finger von lassen soll. Und ich hoffe, es war einfach nur interessant für euch. Ihr freut euch auf die Tests zu den verschiedenen Make-ups, beziehungsweise einfach die Auftragevideos. Und ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.